Obwohl eigentlich noch gerade die Strömung zu unseren Gunsten Ja, ist. aber. Müssen wir aufpassen, weil das Boot wegtreibt, müssen wir den Anker schmeißen. Der ist hier hinten bei der Palme. Bei der, die ich gerade abbaue? Halt bei uns auf dem Boot, die Palme. Achso. Alter! Ey, der kommt, der wird an Land gespült hier, der Hai. Horst. Horst? Der will dabei sein. Der will ein Team von Love Island werden, Mann. Aber ja, ey. Gibt's nicht. Ich aber ganz dringend los. Ich weiß, du stehst nicht so auf Fische. So. Oh, so Garnelen. Lecker. Garnelen so in Aioli oder weiter Knoblauch. Oh. Da wird aber das Höschen nass, sage ich dir. Was ist das so? Aua! Horst, misch dich doch nicht ein. Ja? Oh, du brauchst jetzt auch nicht ankommen. Upsi. Wo denn? Oh, daneben, du Piepfi. Entschuldigung. Piep. Du Piepfi. Alter, Ulrike ist aber echt gierig. Die ist penetrant, ne? Ja, richtig. Vogelscheuche, Vogelscheuche. Ja, wir brauchten drei Plastik dafür. Ich wollte auch schon eine machen. So, Vogelscheuche steht. Nice. Wenn ich mich recht erinnere, haben sich die Vögel sogar darauf gesetzt. Muss man mal beobachten. Ist natürlich ein bisschen dreist. Geil, die TS-Mute-Taste ist dieselbe wie bei der Aufnahme. Oh. Aha. Weil ich mich gerade gemutet habe wegen Husten. Ich hasse es. Jetzt hast du die Aufnahme aufgehört? Was? Hast du jetzt mit der Aufnahme aufgehört? Nein, 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 ich habe nur gemutet. Oh. La la. Oh. Ah. Teletubbies. Wahrscheinlich bin ich gleich tot. Die Ulrike hat gerade Spaß mit der Vogelscheuche. Alter, die dreht ja völlig ab bei der Vogelscheuche. Echt da? Die dreht auf den Kopf eingedonnert. Die Vögel fernhalten und nicht anlocken. Ja, aber sie hält die halt vom Dings fern, vom Nest, und die picken halt nur auf der Vogelscheuche rum. Ich glaube, die Vogelscheuche hat da so einen Haken in der Hand. Ja, ist halt dein Ebenbild. Also. Mann. Ups, regnet. Oi. Horst ist ein bisschen weg. Ist gut. Ich hoffe. Nicht hier in Ruhe abbauen. Ohne dass er Auer macht. Was macht man jetzt eigentlich mit der Muschel? Ja, gute Frage, ne? Keine Ahnung.
Ist überhaupt so irgendwas wichtig? Steht auch nicht mal da, ne? Sonst steht er mal da. Kann man da und dafür nutzen irgendwie, aber wenn nicht. Hier steht einfach nur eine große Muschel. Ja, hätte ich nicht gedacht bei einer Riesenmuschel. Ja. Ich treffe nicht mal den Vogel. Nicht gelohnt, der Speer, sagst du? Ich bin zu nichts zu gebrauchen, echt, ich schwöre. Ich kann Essen machen, wenn nicht. Keine Sorge, ich verpasse dir neue Ohrwürmer. Deiner Ufermann. Gab es denn nicht mal irgendwie einen Traum, den du hattest mit Katjuscha? Weiß ich gar nicht mehr. Den ich mal gezeichnet habe, um dich zu ärgern. Hä? Wirklich? Ja. Warte mal, irgendwas kommt da, ja. Hab ich da von dir geträumt, ja, wo du Katjuscha singst? Oder? Nein, wo wir getanzt haben zu Katjuscha. War das Katjuscha oder Kalinka? Ich weiß, eins von beiden. Eins von beiden. Stimmt. Stimmt. Das habe ich ja gezeichnet. Ja, ja, ja. Bist du noch an der Insel? Warte, warum sagst du nichts? Was? Also, okay, du bist doch da, Mann, das schreckt mich doch nicht so überrascht. Ich dachte gerade, du guckst erschrocken in die Kamera, so von wegen, oh, wie sage ich ihm das jetzt? Ich bin tot. Ich bin gestorben, es tut mir leid. Macht nichts. Du kommst auch ohne mich klar, oder? Ja, ich werde nur verhungern, aber. Du hast genug zu essen erstmal. Ja. Das Wichtigste. So, weißt du, was ich noch gerne machen würde? Was? Ne? Dieses Voll. Das dann machen wir unter uns. Habe ich dir das ein Konzept gebracht? Ach Quatsch, Ivo. Und zwar dieses verbesserte Trinkdings, das brauchen wir, ja. Glas. Ach, wir müssen Sand mal ein bisschen einschmelzen, natürlich. Wie Sand? Wie viel Glas brauchen wir dann, um das zu bauen? Ich habe 7 Sand. Okay, wir können auf jeden Fall weiter treiben jetzt. Machen wir eh schon. Wir gehen einfach mal mit der Strömung jetzt. Tschüss, Insel. Tschüss. War scheiße auf dir, was? Oh, die Mini-Palme. Ja. Erinnert mich an die Frisur, die ich früher immer hatte. So diese Palme mitten auf dem Kopf. Wow. Auch so mit Holzstamm? Nee. So eine klassische Kinderfrisur halt bei Mädchen. Also, ich hatte damals einen Bob. Ich auch. Nice. So, Sand war das. Und ich hatte mal kurze Haare, ich will kurze Haare. Ja. Haben schon was. Wie damals. Im Vietnam, was? Richtig. Oh, ich habe ein neues Haustier. Wen denn? Wo ist hier? Warte. Guck, da. Warte. Sie winkt sogar. Ja. Alle du, Mausi. 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 Mau. Jetzt werde ich traurig. Nein. Mein Baby. Und Aram ist mein Baby. Scheiße. Alles Kacke. Ich
Ja, Mann. Katzen sind schon was Tolles. Ich habe lange keine Bilder mehr von meinem Kater bekommen. So geht es aber nicht. Echt so? Das ist so nicht abgesprochen. Was? Von meinem Kater? Nee, nicht von deinem, von meinem. Ach, ich wollte schon sagen, ich hab dachte gerade, du hast mit mir gemeckert und ich... Nee, hab's einfach von so. Meinem Kater habe ich lange keine Bilder mehr bekommen. Weißt du, die Muschel ist weg, ey, mir geht ja auf den Sack, ich habe keinen Platz mehr im Inventar, wir brauchen wirklich mein Lager. Da ist eine Insel, da ist eine Insel. Ups. Okay, dann so. Ups. Naja, Insel wäre gut, wir brauchen wieder Holz auf jeden Fall. Aua. Ey Mann, man ist eine Sekunde im Wasser und das Drecksvieh kommt an. Ja. Auf was habe ich denn jetzt gedrückt? Oh, Alter, mein ganzer Bildschirm ist voll mit einer Anzeige. Mit KPS, Ping, AWG, Min, Max, 60 FPS. F1? Nee. F2, F3 nein, und so weiter. Nein, bin ich gerade schon durch. Oh, das war jetzt ein Screenshot. Habe ich denn gerade gedrückt? Weiß ich nicht. Sag mal. Du musst jetzt hier nicht auch noch ankommen. Ich habe mitgehelft. Danke. Schnell das weg? Das ist ja maximal nervig. Warte mal, Steuerung. Gucken wir mal. Tastenbelegung. Spielinfo. Oh. Bin ich denn auf O? Nein, auf O gekommen. Oh, wir kleben gut an der Insel. Ich bin schon am Paddeln. Du suchst schön nach Melonen und sowas? Ja, vor allem Erze hole ich wieder. Okay. Dann geht die unter Wasser, ich bleib über Wasser. Jawohl. Ich hab mir diesen verbesserten Haken gemacht. Oh, damit du bist ein Bottom. Ich bin top. Du bist ein Bottom, ich bin top. Oh. Oh, naja. Manchmal darf auch der Mann unten liegen. Richtig so. Oh scheiße, jetzt verhungere ich hier. Scheiße, ich meine Axt ist kaputt. Ja, richtig zwei Profis am Werk. Üff. Darfst du gar keinen zeigen. Am besten einfach löschen. Ah, ich habe eine neue Axt. Nice. Kannst du doch nicht löschen. Ulrike, du bist mir so auf den Piss. Ulrike hat den Vogelscheucher kaputt gemacht. Alter, was ist denn das für krasse Möwen hier, ey? Der Arm ist weg mit dem Haken. BTF? Ja! Alter, voll aggressiv. Voll aggressiv. Richtig aber. Das geht mal gar nicht. Das geht mal gar nicht. Ich bin gerade ein bisschen sächsisch. Halt die Klappe. Lecker. Oh, welche Zeit war das? Okay, muss ich zensieren, wenn das wirklich sächsisch klang? Also für mich. Also, ich fange jetzt gerade so. Im Dirty Talk auf sächsisch. Boah. Ja, das mag ich. Ich muss mir das unbedingt wieder abtrainieren. Das ist schlimm. Da habe ich ein paar Monate jetzt wieder in Leipzig gelebt und... Oh. In Leipzig. Ja, Zwenkau, Leipzig ist genau dasselbe Mist. Zwenkau ist sogar noch schlimmer.
Echt, ja? Ja. In Leipzig heißt ja so, so Szenenstadt, wo, wo wenigstens noch so junge Leute sind und allen drum und dran. Da hast du es eher noch, dass die Leute Deutsch hoch sprechen können. Hochdeutsch. Deutsch hoch. Alles klar. Hätten wir es auch geklärt. Ich habe nicht gesagt, dass sie grammatikalisch korrekt sprechen können. Ich habe nur gesagt, ja, das Deutsch hoch. Nee, Deutsch aber... Deutsch hoch, Cabana. Genau. Ich habe einen Speer. Horst, geh weg. Da. Wir haben jetzt noch 26 Erze parat. Ja, nett. Das sollte ein guter Vorrat sein. Wie viel Kupfer haben wir? 14, oh, 34 Kupfer. Ey, die sind wirklich gut dabei. Sand wäre vielleicht noch was für ein bisschen Glas. Da gehe ich mal jetzt wieder gucken. Wo ist der Drecksvieh? Da hinten, der hat mich nicht gespottet. Das ist nice. Winke, winke, Katze. Ja. Winke, winke. Entschuldigung. Solche Opfer. Du hast angefangen. Ich hab gar nichts gemacht. Oh, ja, du hast die Teletubby winke, winke gerufen. Oh Mann. Winke, 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 winke. Winke, winke! Winke, winke, po! Winke, winke! Oh Gott, hat die Fresse! Erschieß mich bitte! Nein! Ich will dich genauso behalten! Ich hab zu viel Plankton, wir brauchen Kisten! Was für Plankton? Ich hab zu viel gebackenen Plankton. Lecker, können wir Sushi daraus machen? Sieht eher aus wie Knete. Ach. Wo ist denn hier? Kann man schon eine bessere Kiste? Na guck mal hier. Hast du noch 8 Planken zufällig? Klar. Dann gönn mal. Beste Leben. Ulrika. Madame. Miss. Noch nicht. Ich habe hier noch, du hast ja noch was liegen lassen. Ja, ich musste aus dem Platz runter. Ich habe noch einen Metallbarren in meinem Inventar. Ja, kannst du spalten, falls du mal was brauchst. So. Eher selten der Fall. Lass mich. Lass mich. Was machst du? Bitte? Was machst du da? Ich zeige mit dem Finger auf Sachen, die mir nicht gefallen. Ah, okay. Das war so klar. Das war so klar. Sie sind gemein, Mister. Sie brechen mir das Herz. Das mögen sie doch. Zuckerbrot und Peitsche. Nur weil ich es gewohnt bin, heißt das nicht, dass ich es mag. Klingt aber manchmal ganz schön anders. Ich mag andere Dinge. Na hoppala. Na hoppala. Genau der. Alter, man kann dreimal von diesem riesen Fisch fressen. Ja. Richtig geil. Hast du das Glas von hier gesammelt? Nee. Du hast ja gesagt, man hat da was liegen lassen. Man Federn. Federn? Ach stimmt. Wo ist denn das Glas hin? Weiß ich nicht. Was? Weiß ich nicht. Hast du das aus Versehen ins Wasser plumpsen lassen? Fisch. Huch. Achso. Alter, 2 Ulrikes.
dachte, jetzt kommen die im Pan oder was? Was los? Ja. Bist du? Mann, wie geht das da? Piu, piu, piu. Okay, wir können weiter. Wir brauchen auch unbedingt ein bisschen neue Rohstoffe, denn kommt ein Bötchen. Hey. Nehmen wir mal einen Grobkurs. Noch Palmblätter eigentlich. Oh ja, 20, 40, oh, 60 Stück. So. Da kann man auch hier reinpacken. Du kannst Glas aufheben. Oh nice, danke. Sieht halt aus wie Wasser oder so.